So, hallo, wir machen weiter. Bei Broken, nee, Studies of a Broken Engine. Und sind mittlerweile, die Hälfte haben wir jetzt, glaube ich, 25 Räume. Deswegen jetzt die nächsten 25 Räume. Erstmal sterben. Kann ich den kaputt rutschen? Ja, okay. Der Raum ist einfach. Dann soll ich ihn wohl auch kaputt rutschen. Dann ist das alles, wofür das Dreieck da ist. Okay. Aber wie komme ich jetzt in die Röhre? Aua. Den du hingehst? Ach so, ja moin. Ja, 26, so schnell geht's. Oh, kommen wir zum 27. So. Okay, mit den Dingern kann man lustig glitschen. Aber hier will ich das, glaube ich, noch nicht. Oder will ich mich da schon hochschieben lassen? Was? Nee. Hier will ich erstmal so hoch. Okay, ich schaff den halt auf den ersten Versuch, den Sprung. Bitte? Du hast den Sprung gerade auf den ersten Versuch geschafft, den hier hoch. War das schwierig? Ja, der ist frame perfect. Okay. Ja, nehme ich, ist kein Problem. Vielleicht ist es auch zwei Frames, aber es ist nicht einfach. So. Jetzt hier rein. Du kommst hier ja durch wie ein Weltmeister. Ja. Natürlich an allen Dingen, die du scheiterst, sind nicht die schwierigen Sprünge, sondern die Röhre. Du warst schon da und bist einfach nicht rein. Ja, das ist wirklich sehr amüsant. Okay, du kommst im ersten Versuch rein, jetzt stirbst du noch 10-mal dran. Wer hat das gerade gemacht? Ja, das ist ja fantastisch. Ach, komm schon. Ja, okay, passt schon. Mittig durch, hat gepasst. So. Okay. Ein fantastischer Raum. Eigentlich überhaupt nicht, eigentlich voll mittelmäßig. Kann ich da irgendwie dran vorbei? Nee, ich kann nicht da dran vorbei, okay. Soll ich den Pilz verpassen? Kannst du probieren, gucken, ob es dir hilft. Weil dadurch, dass es geht, erscheint es mir halt so, als müsste ich das. Ja, klar, das Spiel wird bekanntlich immer einfacher, wenn man keine Power-Ups. Naja, du könntest ihn auch so setzen, dass er ihm nicht ausweichen kann, also. Und das hast du nicht. Man kann ihm ausweichen. Ist ja auch nicht schwierig, ihm auszuweichen. Ja. Man drückst am Anfang des Raums nach unten. Oder nach unten links. Also soll ich ihn schon einsammeln? Ja, also ich meine, es ist ja eine Trivialität, ihn einzusammeln, ist eine Trivialität, ihn nicht einzusammeln, aber okay. Prinzipiell ist Pilz nützlich. Okay. Behaupte ich mal einfach. Ganz dreist. Der prinzipiell gerade in dem Puzzle-Hack nicht zwingend, weil er kann dir ja am Ende auch was verbauen. Wenn du ihn was nicht mehr los... ihn in der Situation. Na, wenn du ihn nicht mehr los wirst, ja, keine Ahnung, in der Situation vielleicht nichts. Was also ich sehe nicht, wie ein kleiner Mario durch eine Wand kommt, bei einem großen Mario sehe ich schon eher. Was mache ich denn jetzt? Also, jetzt gibt's wieder irgendeinen Glitch, den ich nicht kenne. Das hat nichts mit Klopfen zu tun. Hinweis, mit einer Ranke würde es nicht funktionieren. Ja, weil die Ranke halt nur eine Fläche, also nur eine Höhe, also, also links und rechts geht halt nicht. Das stimmt nicht, du kannst auch eine Ranke links und rechts klettern. Ja, aber ich... Ja, aber nur... Es würde auch nicht mit drei Ranken nebeneinander funktionieren. Oh, okay. Mit 20 Ranken nebeneinander. Das macht's interessanter. Okay, bei der Ranke hast du nicht dieses unten hängen bleiben oder so vielleicht. Doch, hast du auch, oder? Hm, eine Sache, die hast du auf einer Ranke nicht. Und ich meine nicht klopfen. Dann können wir noch eine zweite Sache, die hast du auf einer Ranke nicht. Vielleicht ein bisschen subtiler. Den Rand. Wie gesagt, auch mit 20 Ranken nebeneinander würdest du es nicht klappen. Also. Okay. Das ist alles nicht das Problem.
kannst bei der Ranke nicht nach hinten klettern, aber ich komme hier auch nicht nach hinten. Ach so, dieses hinten meinst du? Ja. Doch, glaube ich, kannst du, oder? Bei einer Ranke? Ja, also ich meine, wenn du eine Ranke neben dem Netz platzierst. Habe ich noch nie gesehen, dass man da reinklettert, aber ja, okay, vielleicht. Müssen wir mal ausprobieren. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls nicht. Du kommst hier an der Stelle ja noch nicht hinter das Netz. Richtig. Das Gate da oben. Das ist da. Aber was kann ich denn sonst an der Ranke machen, was ich hier nicht machen? Andersrum. Andersrum. Was du an dem Netz machen kannst, aber an der Ranke nicht. Ja. Ich glaube, du hast es gerade auch schon gemacht. Vermutlich ohne es zu bemerken. Hä? Haben wir schon mal drüber geredet und wusstest es nicht. Dann hast du es wieder vergessen seitdem. Wo haben wir drüber geredet? Ja, was man an der Ranke machen kann, nicht machen kann, aber an dem Netz schon. Ah, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Also ich habe doch effektiv hier nicht viele Möglichkeiten. Das ist richtig, ich habe die eine Sache ausnutzen, die du an der Ranke nicht machen könntest. Und ich meine, nicht klopfen. Ja, genau. Das habe ich verstanden, aber lass mir ein bisschen rumklopfen, wenn schon geht. Ja, okay, gut. Du kannst so viel klopfen, wie du willst. Aber ich weiß nicht, was... Ich habe keine Ahnung. Okay, ich meine, dass du diagonal klettern kannst. Oh mein Gott, kann man da durchklettern? Du kannst an einer Ranke nämlich nicht diagonal klettern. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Okay, interessant. Genau das meine ich. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet und du hast es seitdem vergessen. Aber was hilft mir jetzt hier diagonal zu klettern? Ah ja, kletter mal in die Ecke da diagonal rein. Das versuche ich ja. Ich meine die konvexe Ecke. Ich meine die Ecke. Die konvexe. Kletter schon wieder in die konkave. Hä, hey, was willst du? Ach, die da. Ja, die konvexe Ecke. Der Wand. Ja, genau die. Konvexe, konkave Ecke. Ich glaube, es geht los. What the heck? Die andere ist konkav. Conor, du weißt doch wohl, was konvex und was konkav ist. Ja, natürlich weiß ich das. Aha. Ja, alles gut. Aua. Das ist gut, dass ich meinen Pilz verloren habe eigentlich. Man, hast du eine Alternative gehabt? Weiß ich nicht. Ich hätte sagen, dass man sich rechtzeitig ducken kann normalerweise, wenn man gut ist. Genau das gleiche Setup ist in Super Possible 3. Damals hast du dir die gleiche Frage gestellt. Gut. Also nicht mit einem Netz, aber das Setup mit. So, wie komme ich jetzt hinter den Dings? Also man bleibt ja dann hinter dem Netz, wenn man die ganze Zeit sozusagen, Was hilft dir eigentlich, hinter dem Netz zu sein, Conor? Ja, keine Ahnung, wozu gibst du mir dieses Ding? Ja, damit du den Glitch auslöst, den es mit dem Ding halt gibt. Ja, super. Ja. Hat bestimmt mit dem Block noch was zu tun. In der Tat, der ist dann nicht nur Deko. So dekorativ ist der nämlich gar nicht. Ich war gerade auf dem Block drauf. Ja, Conor, du hast gerade erfolgreich herausgefunden, dass der untere Teil von Castle Blocks keine Kollision hat. Der obere Teil hat die Kollision, der untere nicht. Hier, siehst du. Ach so, scheiße, ich dachte, ich habe jetzt einen Beach gemacht. Nee. Das ist nur der untere Teil hat keine Kollision. Ah. Keine Ahnung, warum sich Nintendo dazu entschieden hat, aber es ist halt so. Schade. Ja. Kann ich sagen jetzt, oder willst du ein bisschen rumspielen? Kann ich dann aus der Position es noch machen jetzt oder ist. Ja, ist alles gut. Was muss ja mit dem Block zu tun haben? In der Tat, es hat was mit dem Block und dem Netz. Ding, Reding zu tun. Sonst wären die beiden nicht da. Aber interessant ist auch, wenn von unten ist es zu. Ja. Ja, Nintendo hat wohl gedacht, das merkt keiner, wenn die untere Seite keine Kollision hat. Und ich glaube, im Originalspiel merkt man das auch nicht, weil die kommen gar nicht so häufig vor. Aber die untere Seite hat ja Kollision. Ja. Es ist ja nur der Eingang hier links und rechts. Sehr mysteriös. Frag doch mal einen alten japanischen Programmierer, was er sich damals dabei gedacht hat. Nee. Ja, dann erzähl mal, was ich tun muss. Ja, okay, also
kletter mal so weit an die linke Ecke des Netzes, an die obere linke Ecke des Netzdrehdings. Ist des Drehdings nur. Sei auf der anderen Seite des Netzes. Mann! So. So, aber so weit an die obere linke Ecke, dass du zumindest doch klopfen kannst. Ah, das ist irgendwie sehr viel weiter rechts. Ah, wie 8 Pixel weiter rechts oder so. Ja, genau. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Okay. So, und jetzt klopfst du einfach, während der Castle Block kommt. Ja, das sieht gut aus. Ja, lad mal den Set wieder. Lad mal den Set wieder. Ach so. Ja, der ist gut. What the Bruder! Das ist übrigens Frame Perfect. Das ist ganz gut, dass du das geschafft hast direkt. Kann sein, dass die Position ein bisschen schlecht ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht eigentlich gut aus für mich. Hä? Du hast einfach noch einen richtigen Frame geklopft. Ich glaube, es sind irgendwie 5 Frames oder so, bevor das Ding dich berührt oder so in dem Fall. Ich habe seitdem ein einfacheres Setup gefunden, aber das schummelt ein bisschen das einfachere Setup. Ich mach's nochmal neu. Das hier nicht. Hä, ich hab's doch gerade gemacht. Wie, was hab ich. Was? Wie gesagt, das ist Frame Perfect, also es ist nicht so ganz einfach. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, das korrekte Timing. Also schaff ich das dann auf Anhieb und nicht mehr dann, Mann. Du bist schon in der richtigen Nähe mit deinen Schlägen. Das ist nur, du triffst nicht das richtige Frame. Und vielleicht bist du auch auf einem falschen horizontalen Pixel, das sehe ich so schlecht. Ach ja, du hattest es ja gerade, also es ist nicht unmöglich. Oh mein Gott. Yo. Ist ein schöner Glitch, oder? Super. Wo ist mein Sprung? Achso, da. Ich habe letztens auch ein anderes Level gebaut für einen Hack-Contest. Da habe ich den Netzglitch auch wieder benutzt. Also, falls du das noch spielen willst, falls du mehr Netzglitch willst, dann... Nee. Schade. Ach, komm schon. Jetzt kann ich erstmal nachdenken. Halt, stopp. Ah. Es ist aber ärgerlich, dass da so eine Decke von oben kommt. Ich muss dafür sorgen, dass die Decke die ganze Zeit oben bleibt. Ja, gut, ja, das so ist wie ja. Du das gerade machst. Ja, nee, ich habe schon verstanden, was ich tun soll. Ah, hast du? Ja, dafür ist ja die Shell da. Aha. Conan, der alte Glitch-Puzzle-Experte, erkennt eine Glitch-Puzzle-Situation. Muss ich die nur vernünftig kriegen? Ja, nein! Das ist jetzt ein bisschen doof, was du da gemacht hast. Der muss hochfahren. Aber dämlich. Auf der falschen Stelle gelassen. Ah, so nicht weit runter! So war dämlich, Conan. Ja, so war dämlich. Ja, ich weiß, er muss auf oft bleiben. Ja, sieht nicht so aus, als wüsstest du das. Doch, ich weiß es, ich mach's nur falsch. Alles gut. Mist. Das Ding ist ja. Ach, scheiße, Mann.
It's a... So. Passt. Ich time's halt einfach gerade dumm. Ich sollte halt einfach geduldig sein und nochmal warten. Ich warte nochmal. Nein! Ja, so war dämlich. So. Jetzt ist alles gut. Geht der bis hoch? Nein, passt so. Sehr schön. Mach dich weg da. Wieso muss der denn genau da landen? Ist ein lustiger Zufall, ne? Absolut. Nein! Aber wenn es noch schneller gewesen wäre, dann hätte der Peacewitch keinen Suizid begangen. Naja, der Peacewitch begeht automatisch dann Suizid, wenn ich es eh nicht mehr schaffen kann, von daher. Das ist nicht korrekt. Nicht? Okay, na gut. Ja, du kannst es schaffen, dass du den On-Off-Switch triffst, aber der Peacewitch trotzdem abgehauen ist. Ach so, ja, okay. Das kann passieren. Ach, ganz ehrlich, ich stelle dich jetzt erst nochmal da ab und mach das hier in Ruhe. Ach nee, alles gut, ich bin doof. Ich kann ja trotzdem einen Spin-Jump machen. Easy. Ja, siehst du, da hättest du es noch schaffen können in der Situation, aber der P-Switch war schon weg. Also, du hättest vom On-Off-Switch her noch schaffen können. Ja. Der Raum ist dann natürlich unmöglich ohne P-Switch. Ich weiß, was du meinst. Jo. Einfach den Koopa nicht dahin. Oh, das ist kein Zufall, das passiert immer. Kann man den nicht in die andere Richtung wegschmeißen lassen? Das macht aber niemand. Weil das sehr unintuitiv ist, das so zu machen. Na gut. So, jetzt geht der Spaß los. Okay, mal sehen, für welche der beiden Strategien du dich entscheidest. So. Okay, für die hier. Mann! Das ist jetzt nicht die Variante, die ich gewählt hätte. Ich muss selber nochmal drücken. Versuchen nachzuhelfen. Ah, jetzt geht er die ganze Zeit weiter weg. Moment, ich mach das nochmal neu. Also. Es ist ja im Prinzip einfach nur. Also, was du da. Da. Es ist super dämlich. Ach so. Also, so war dämlich, Conan. Ich dachte, ich krieg den nochmal raus und kann ihn dann neu reinwerfen, wenn er oben ist. Stopp! Nein! Okay. Dann machen wir das halt, wenn er oben ist. So. Ah. Schön. Schöne Idee, mal die Dings einzusetzen. Ja, das war immer auch in meiner früheren Version von Crueda 2 drin, aber dann habe ich das Level rausgenommen, was das benutzt hat, weil es ansonsten ziemlich doof war. Okay. Ich bin sehr gespannt, welche der beiden Lösungen für diesen Raum du benutzt. Ja, so geht's schon mal nicht. Scheiße. Oh, muss ich hier wieder scrollen? Oh, nee. Ich weiß nicht, ob du siehst, was du gerade gemacht hast. Ja, ich hab gescrollt und dann kommen mehr. Ah ja, okay, du machst den Strat wieder. Alle machen das. Der Tennis-Strat ist dabei so schön. Die anders oder was? Ja, ja, klar. Okay. Also die Idee ist, das war du landest wild. Möglichst spät auf dem Fragezeichen-Block. Das hat gut funktioniert. Und dann scrollst du dreimal, während die Spike fällt. Aber. Ey, mach das mal einfach.
Einmal auf der Plattform und dann scroll dreimal. Du hast gesagt, möglichst spät möglichst soll ich auf der landen. Also möglichst spät nach links ziehen. Du möchtest, dass der Spike möglichst schnell, möglichst spät fällt. Okay. Ja, also du. Und erst scrollen, wenn der Spike schon am Bewegen ist, ne? Also. Ruhig schon später noch. Okay. Der Spike hat's ja noch nicht bewegt, also, wenn er fällt. Noch später. Hä? Ist okay. Ja. Aber du ziehst ja auch ganz am Anfang. Ja, okay, so ist gut. Ja, und dann bin ich tot. Geil. Das war aber gut. Okay. Jetzt das gleiche, nur Epsilon besser. Jetzt soll das passen? Nö. So wie du es gemacht hast, passt nicht. Ich habe dreimal gescrollt, während er gefallen ist. Was willst du von mir? Du hast zu früh gescrollt. Ja, du scrollst halt, bevor die Dinger schießen, ne? Du willst scrollen, nachdem die Dinger schießen. Du hast gesagt, ich soll scrollen, sobald sich die Spike bewegt. Ich hab gesagt, du kannst ruhig ein bisschen warten mit dem. So, jetzt muss es aber passen. Ja, jetzt passt's auch. Oder? Oh mein Gott. Jetzt, du siehst, das passt. Also, du siehst, es passt. Man müsste nur ein besserer Spinjumper sein. Mhm. Ja, wenn du das natürlich ganz geschickt anstellen willst, dann scrollst du das erste Mal innerhalb der vier Frames, wo die erste Statue geschossen hat, aber die obere noch nicht. Natürlich, klar, logisch. Ja. Ja, wenn du halt einfach den Raum ein paar Mal zufällig probierst, dann wirst du dieses Timing irgendwann einfach mal treffen. Und das ist dann besonders einfach, weil dann hast du halt das obere Feuer nicht. Du musst dir keine Gedanken drüber machen. Sind halt aber auch nur vier Frames. Das ist deswegen nicht so super angenehm. Achso, das obere Feuer stört ja eigentlich nur. Ja genau, das obere Feuer stört. Ah lol, ich wollte unbedingt noch drauf landen, muss ich gar nicht. Also das obere Feuer stört ja nur, ne? Also vom unteren kämst du einfach über den Spike rüber. Ja, dann geht das ja klar. Das heißt, optimal wäre eigentlich, das obere einfach nicht da zu haben. Das ist ein bisschen findlich. Ja, aber da muss ich ja nur ausweichen. Ich dachte, ich muss drauf landen. Ist ja Schwachsinn. Nee. Ist ja Schwachsinn. Dann passt das ja. Ja, es ist jetzt auch, also... Es ist alles nicht so schwierig, wie du denkst, glaube ich. Schlimmeres gewohnt. Ja, das bin ich sowieso. Sonst hätte ich schon abgebrochen. Bisher ist ja alles noch im Rahmen. Das ist erträglich. Wird auch in diesem Rahmen bleiben. Das ist gut. Quasi halt so ein Glitch-Puzzle-Light. Nur mit weniger Puzzle. Aber dafür mit mehr Glitch. Mist. Warte, kann ich nicht sogar... Nee. Also ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber der, also, ja. Das Scrollen hatte natürlich schon einen Sinn, nämlich die Spike fällt halt langsamer, wenn du scrollst. Aus naja, einem das ist mir aufgefallen. Mysteriösen Grund. Ja, das ist gut. Wie mache ich das denn jetzt hier? Sehr. Ja, wenn jetzt der obere schießen würde, dann wäre alles gut. Warum schießt der Arsch nicht? Ja, weil die Spreadslots voll sind. Das ist schlecht. Beziehungsweise, also er schießt die... Jetzt schießt er nicht, weil die Spreadslots voll sind, und danach schießt er halt nicht, weil er halt nur alle 2,1 Sekunden schießt. Mann! Arschen hier.
Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, so eine Bowser-Statue schneller zum Schießen zu bringen. Ja, ich scroll ja schon. Ich meine das andere. Okay. Ja, ich kann dagegen springen, aber das hilft hier nichts. Ich meine nicht scrollen. Ja. Und ich meine auch nicht gegenspringen, weil gegenspringen sorgt übrigens nicht dafür, dass sie schneller schießen. Nee, sie schießt halt irgendwie überhaupt oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja. Warum das passiert, ist übrigens auch absolut fantastisch lustig. Das ist halt ein Knopf. Liegt daran, dass Bowser-Statuen intern den gleichen Code benutzen, den auch Messageboxen benutzen. Und wenn du sie von unten anspringst, dann versucht also die Bowser-Statue eine Nachricht anzuzeigen. Und für eine Bowser-Statue ist eine Nachricht anzeigen das gleiche wie Feuerschießen. Das ist sehr fantastisch. Okay. Kann ich das ähnlich machen wie mit den Bullet-Dingern? Nein. Schade. Also du willst schon nach oben, während nur ein Feuer da ist, ne? Okay. Ansonsten blockiert dich das obere Feuer nur. So, und jetzt gibt's so einen Knopf. Auf einem SNES-Controller. Der sorgt dafür, dass Bowser-Statuen anders schießen. Start. Dann benutzt den doch einfach. Aber wie gesagt, das obere Feuer sollte nicht da sein. Also, wenn das obere Feuer da ist, dann ist alles schlecht. Aber woher weiß ich jetzt wann? Ja, keine Ahnung. Ja, du hast doch selbst. Jetzt probier einfach ein paar Timings aus. Oh mein Gott. Ich meine, ich kenne das Timing. Aber du kannst auch einfach selber eins finden, indem du... ein Self-State. Ich meine, die schießen alle 2,1 Sekunden einmal. Also alle 2,1 Sekunden hast du Zeit, mal zu entpausieren. Und es ist ja auch nicht Frame Perfect oder so, du hast ewig Zeit. Ach so, es macht keinen Unterschied, wie lange ich das Ding lasse, sondern wann ich das Ding setze. Oh, okay. Ich meine, die schießen halt alle 2,1 Sekunden, ob das Spiel jetzt pausiert ist oder nicht. Nur wenn das Spiel pausiert ist, dann können sie halt nicht schießen. Dann warten sie halt bis zum nächsten Cycle wieder ab. Okay. Aber alle 2,1 Sekunden versuchen sie. Wo kam der denn her? Wie aus dem Mund der Bowser-Statue. Aber wie... Wieso kommt der mal und mal nicht? Hä? Du mit unterschiedlichen Timings entpausierst. Ich meine, da ist ja keine Magie hinter. Ich muss sofort. Oh mein Gott. Puh! Oh, willkommen in der Wassersektion. Oh nein. Okay, Wasser. Wie lange läuft der Part schon? Halbe Stunde. Das ist dir zu kurz. Ein bisschen kann man noch reingucken. Ein bisschen kann man hier noch reinschwimmen. Das ist übrigens der Raum, in dem Biop aufgegeben hat, das Ganze ohne Safe-Sits zu spielen. Stabil. Und ich glaube, drei Räume weiter hat er komplett aufgehört, das Ding spielen zu wollen. Was? Ein Biop hat hier aufhören wollen? Aber er wollte es ja auch ohne Safe-Sit spielen. Das ist ja ein Anspruch, den hattest du von Raum 1 an nicht. Aber du sagst jetzt, er hat komplett aufgegeben. Ja, ich glaube, er war... Also, keine Ahnung. Kannst ihn ja fragen. Oha, das macht mir so ein bisschen... Er hat bestimmt eins dieser Videos hingeguckt. Ein bisschen Sorge. Also das Problem ist halt, dass der Strat, den du benutzt hast, um durch den Coinblock am Anfang durchzukommen, der ist halt super ekelhaft, wenn du die mal ohne Safe-Set spielen würdest. Ja, tue ich ja nicht. Also das würde halt absolut niemals funktionieren. Es gibt einen weitaus eleganteren Strat für den ersten, für die erste Schwimmpassage. Muss ich mich hier irgendwie durchbacken oder was? Du willst jetzt aber nicht, dass ich diesen komischen... Keine Ahnung, wie der ging. Dumm, 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 dumm.
Dumm. Das ist ein Ja. Keine Ahnung, was du überhaupt meinst. Na, halt durch die Ecke, durch... Irgendwie. Welche Ecke? Egal welche. Nee, du kannst nur durch eine von denen durch. Ah, dann ist es, ja nicht... die flache. Was? Dann ist es nicht die flache, das ist die steile. Aha, gut. Dann kannst du es ja durch die steile durchgehen. Als wir das festgestellt haben. Also soll ich das? Wir bleiben noch wenig Alternativen, oder? Ach, willst du durch die Decke? Wie geht das jetzt vernünftig, bevor ich das jetzt 3 Jahre lang probiere? Ja, nicht so. Du hast bestimmt ein Setup dafür. Okay, du stellst dich unten bei dem Pilz mit der 2 hin. Mhm. Drückst nach unten. Du spammst, also du drückst nach rechts und spammst beide Schwimmtasten. Okay, gut. Viel Spaß. Kriegst du hin. Wenn es nach einer Zeit nicht klappt, dann startest du einfach von einer anderen Position aus. Eigentlich ist das nicht so wahnsinnig präzise. Aber du musst schon die beiden Schwimmtasten gut spammen. Ach, beide? Ne? Also. Wie beide? Ja, beide. Oh. Abwechselnd. Du willst ja schwimmen. Nicht auf der Slope stehen bleiben. What the fuck? So, alternierend, ne? Nicht gleichzeitig. Gleichzeitig bringt dir herzlich wenig. Ich mach ja hintereinander. Ich sehe deine Inputs nicht. Ja. Ich versuche anhand des Bildes zu erraten, was du falsch machst. Also so ist gleichzeitig. Sehr amüsant. Bist du mich eigentlich? Du kannst jetzt ja mal die 3 und die 4 einsammeln. Hä, du hast gesagt nicht gleichzeitig. Ja, du hattest halt Glück. So, kannst du ja die 3 und die 4 einsammeln. Was? Hast du wohl in dem Safe nicht die 1 eingesammelt? Komm, nein. Ist nicht so wichtig. Du spielst eh mit Safe Sets, kann dir egal sein. Braucht die 3, 4 nicht, oder was? Ja, die sind, also unter der 2 taucht dann ein Block auf, mit dem du einfacher durch den Boden klippen kannst. Da musst du nicht jedes Mal neu durch die Slope. Wieso muss ich da jetzt nochmal durch? Was? Was willst du von mir? Du musst nicht nochmal durch. Ach so, wegen... Jetzt verstehe ich, wenn man tot ist. Weil normale Leute das ohne Safe-State spielen können. Ja, jetzt verstehe ich, wenn man tot ist, okay. Wenn man stirbt, dann will man vielleicht nicht nochmal durch die Slope gehen, weil das ganz schön nervig ist nach einer Weile. Und nicht so super viel Spaß macht beim dritten Versuch. Ich verstehe. Lass mich das nochmal probieren mit dem gleichzeitig. Ob das einfach Zufall war. Ja, es war Zufall. Aber wenn du es dann bitte probierst, dann probierst du auch bitte wenigstens mit allen Pilzen. Ja. Damit du einmal zumindest siehst, was man dann freischaltet. Ah, warte, ich mach mal ein extra State, dass ich hier mal draußen bin. Das ist jetzt mein persönlicher Block unter dem Ding. Ja. Aber ich will mal einfach sehen, wie du das... Also. Ah, keine Ahnung, vielleicht einfach mal zeigen. Ich glaube, die Position ist nicht gut, hier war besser. Ich glaube, noch näher und der Slope ist nicht schlecht. Aber musst du einfach mal ein bisschen durchprobieren. Aber wie gesagt, gleichzeitig macht es nicht einfacher. Also wenn du es nicht gleichzeitig geschafft hast, dann war das halt reines Glück. Okay. Vielleicht habe ich es ja auch nur als gleichzeitig empfunden. Und hab halt nicht exakt gleichzeitig gedrückt. Ja, doch, es ist gleichzeitig macht's für mich besser. Weiß nicht. Bist du gerade durchgekommen? Passt. Das sah für mich jetzt nicht so aus. Aber wie gesagt, gehen wir ein bisschen näher und ich glaube. Aber wenn es mit gleichzeitig besser wird, dann liegt das nur daran, dass du unfähig bist, gleichzeitig Knöpfe zu drücken. Ja, das ist natürlich möglich. Weil wenn du sie exakt gleichzeitig drückst, dann hast du nichts erreicht. Was du nicht mit einem Knopfdruck auch erreichen könntest. Ja, ich meine, man drückt dann nie gleich... Ich schau mal, aber ich rutsche jedes Mal so halb durch. Das sagst du jetzt so, aber ich kann schon 2 Knöpfe im gleichen Frame drücken, wenn ich das will. Ja, also eigentlich drücke ich sie auch meiner Meinung nach gleichzeitig, aber ist ja egal.
Yes! Okay. Dann kannst du jetzt ja die 3 und die 4 einsammeln. Oh. Jetzt will ich den Block sehen. Ja. Ist vielleicht auch ganz gut, den zu sehen. Und ja, der hilft. Stabil. Ja. Es ist vielleicht ganz gut zu sehen, warum der, dass er da ist, weil dann siehst du auch, wofür der andere Block da unten da ist. Das war nicht so... Oh, oder war das gut? Ich glaube, das war nicht so gut. Nee. Upp. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wie dieser Raum funktioniert. Schön, wenn man sich an sein eigenes Level erinnert. Was will ich eigentlich machen? Ich will zu dem Schlüssel. Zu der Tür. Zum Schlüssel ist auch nicht schlecht, aber zur Tür. Ja. Hier zum Schlüssel komme ich noch gar nicht. Scheiße. Ja, das war jetzt nicht so gut. Übrigens, das hier ist jetzt ein Softlock, oder? Nein, das ist nicht. Da kommt man immer noch so raus. Es ist immer noch kein Softlock, Connor. Ach so, weil du dich umbringen kannst jederzeit. Es gibt keine Softlocks. Okay, sehr gut. Ach, scheiße. Also will ich hier rein? Diese Position ist gut, ja. Gut. Aber was will ich jetzt machen? Tschüss. Okay. Ja, keine Ahnung, was will ich jetzt hier drin machen? Ja, wenn du wissen willst, kann ich dir sagen. Ich wüsste es. Kannst natürlich auch ein bisschen rumspielen. Ne, ich wüsste es gerne. Ich habe schon rumgespielt. Okay. Ja, dann geh mal nach rechts. Also nimm das Springboard in die Hand. Geh nach rechts. Dreh dich nach links und dann wirf das Springboard nach rechts. Dreh dich nach links und wirf das Springboard nach rechts. Das andere. Ah, dreh dich nach links. Und dann wirf das Springboard nach rechts. Alle drehst du dich nach rechts und wirfst das Springboard nach rechts. Ja, wie. Ich muss mich doch nach rechts drehen, um es auch nach rechts wieder zu werfen. Das ist nicht korrekt. Du kannst es, während du nach links guckst, nach rechts werfen. Und dann kommt es von links von dir in dich reingeflogen. Hast du es jetzt? Nein. Du hast einfach nur ein Springboard auf den Boden gelegt. Was soll das denn helfen? Ja, weiß ich nicht. Ja, guck mal, jetzt du guckst ja die ganze Zeit nur nach rechts. Ja. Guck doch einfach mal nach links. So. Und während du nach links guckst, wirfst du das Ding halt nach rechts, ja so. Nur halt besser. Du musst nicht komplett rechts stehen, ne? Das reicht völlig, wenn du so in der Mitte stehst und da das dann halt wirfst. Ja, so. Ach, ich will da runtergedrückt okay, werden. Wenn du jetzt noch das Springboard mitgenommen hättest, dann wäre das ganz gut gewesen. Ah, okay. Wunderschön. Jetzt machen wir das nochmal, oder wie? Nö. Wo denn noch? Ja, weiß nicht. Ich muss irgendwie durch die Wolke hier durch. Und da ist doch was, was dir helfen könnte. Der Steinblock, oder was? Ich bin ja bisher gerade schon mit einem Steinblock durch den Boden. Ja, aber dann sterbe ich ja hier an den Munchies. Leg mal das Springboard auf die Wolke. Kannst das ja dann später von unten wiederholen. Ja, und jetzt drückst du halt ein paar Mal A und B, dass du halt nicht... Also du drückst halt nach links A und B. Also du hältst sie nicht, sondern du drückst... Also du drückst nach links, hältst das, und dann spammst du halt ein bisschen A und B. Und dann... Ja, du musst schon, also schon erst nachdem dich der Block nach unten gedrückt hat, ne? Also... Muss halt verhindern, dass der Block dich nach unten drückt. Und da steuerst du halt gegen, indem du schwimmst. Aber wie gesagt, erst schwimmen, wenn der Block dich nach unten gedrückt hat. Also. Ja, dann ist ja schon zu spät. Nee, dann ist es nicht zu spät. Also du.
Ja, genau, aber wenn es halt nicht sofort klappt, dann brauchst du nicht weiter zu spammen. Das bringt ja dann. Und du kannst ruhig ein bisschen weiter links starten. Du willst ja eh nach links. Na, dann geht der Block nicht los. Doch. Der geht nur nicht los, weil du hier gerade wieder wie ohne Sinn und Verstand einfach Knöpfe drückst, anstatt einfach einmal zu drücken. Wenn ich... Hä? Das Problem ist halt, ob du den Block auslöst, hängt halt von deinem Y-Subpixel ab und den siehst du halt nicht. Das heißt, das ist ein bisschen Glück. Aber indem du halt einfach nur Knöpfe spammst, veränderst du deinen Y-Subpixel nicht auf die Weise, auf die du ihn verändern willst. Und wie verändere ich den, indem ich warte oder was? Indem du wartest. Alle 32 What the heck? Einmal durch. Ja, genau, das willst du machen. Wenn du halt weißt, dass es passiert, dann ist das auch wirklich nicht schwierig. Das ist halt ein 50-50, ob du den Block auslöst überhaupt. Das nützt aber mit dem State alles, außer der State scheint diesen Pixel nicht zu speichern. Natürlich speichert er den. Aber ich erwische ihn dann immer nicht. Ja, wie gesagt, alle 32 Frames zykelt er einmal durch. Ne? Also alle 4 Frames ändert er sich. 4 Frames sind jetzt nicht lang. Komm! Muss nicht so ewig warten, ne? 32 Frames sind eine halbe Sekunde. Das ist... Kriegst du schon hin. Hast aber auch wirklich ein Pech mit diesem Block. Ich habe keine Ahnung, was du eigentlich falsch machst genau, aber... Es ist unfassbar, das Ding will aber die einfach nie auslösen. Das ist halt wirklich ein 50-50. Geil. Warte, du drückst schon nach unten, ne? Ich bin geduckt. Ja, genau, also eigentlich, hä? Es ist ein 50-50, warum? Ich sterb halt direkt am Mannschaft. Das häufig? Da muss ich noch was anderes drücken, außer die Schwimmtaste? Nach unten, nach links. Damit du halt nach links schwimmst. Ach, nach links wäre auch noch gut. Ja gut, aber ja, dann schwimme ich jetzt falsch los. Ja, ist ja okay. Also, wenn du es verfehlst, kannst du dich ja jederzeit neu ausrichten. Und wie gesagt, eigentlich ist es ein 50-50. Also, so frustrierend sollte das nicht enden. Nur wenn du die ganze Zeit natürlich immer zum gleichen State lädst, dann behältst du da halt dein schlechtes Glück. Ja, aber jetzt habe ich ja zumindest die Möglichkeit, dass der Block direkt kommt. Ja genau, jetzt musst du halt noch die Schwimmknöpfe drücken. Dass du halt nicht von dem Block nach unten gedrückt wirst. Also nicht in die Mannschaft gedrückt wirst, sondern halt da drin schwimmen bleibst. Alter, wird bekloppt. Ich weiß nicht, was du machst, ehrlich gesagt. Weil... Achso, du solltest vielleicht noch Rennen gedrückt halten. Um das Springboard später mitzunehmen. Vielleicht sagst du das auch noch. Was? Sehr gut. Ja, also ich meine, das brauchst du ja nicht. Also das... Daran bist du ja nie gescheitert an der Stelle eigentlich. Aber jetzt mit Rennen hat es halt sofort funktioniert. Ja, Glück. Das ist, ich meine, du hattest wirklich ein Riesenpech mit dem Subpixel da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da los war. Ich auch nicht. Also entweder hast du was fundamental falsch gemacht oder hattest einfach das Pech des Jahrhunderts da. Jetzt muss ich irgendwie an den Schlüssel rankommen. Ja, das ist nicht schwierig. Okay. Will ich die überhaupt double grabben? Ja. Ach, scheiße. Ich glaube, du willst langsam mal lernen, wie man das mit einem Springboard zur Seite werfen macht. Nee, eigentlich nicht. Es ist aber wirklich nicht schwierig. Warte. Und das, was du halt probierst, das ist halt... Nicht so angenehm. Warte. Ich krieg das hin. Ja, okay. Ich warte. Brauch nur eine bessere Position. Da. Na. Müsste doch eigentlich so gehen. Hoppala. Aber ich glaube, ich werde... Muss nicht so gehen. Ich glaube, ich werfe lieber den Schlüssel hoch als das Springboard. Okay, jetzt.
Nein! Warum hast du gerade Nein gesagt? Weil ich den Schlüssel hochwerfen will. Ja, so. Ich dachte gerade, du hättest es gehabt. Nee, nee. Deswegen das Nein, aber... Ich wollte nur den State. Aber ich hatte nichts gesehen, deswegen war ich verwirrt. Ja, weil ich mich verstatet habe. Ich wollte den State setzen, wenn der Schlüssel oben runterfällt. Oh. Müsste doch aus der Position eigentlich gehen, dass man halt... Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass es mit dem anderen Strat einfacher gehen würde. Okay. Ja, dann darfst du es mir... Du kannst natürlich gerne weiter damit rumprobieren. Na, du darfst es mir gleich dann nochmal versuchen zu erklären. Aber ich lass mich den kurz zu Ende probieren, bis ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Sicher. Ich meine, ich kann dich eh nicht dran hindern. Yes! Ich liebe meine Strategien. So. Ist das jetzt irgendeine Glückssache oder kann ich es irgendwie beeinflussen? Okay, never mind. So, willkommen zum gruseligst aussehenden Raum im Spiel, wahrscheinlich. Aber was ich sehe, ist alles. Ja. Ich muss mit dem Schlüssel zweimal durch diese Mancha durchkommen. Mhm. Und da ist Björk aufgehört. Ja. Weil, wenn man nicht weiß, wie das geht... Gibt's eine Strategie, oder? Das ist sehr frustrierend. Ja, ich habe sie heute auch schon mal gesagt, eigentlich. Also kann ich es nicht über gut Glück versuchen. Naja, also so wie du es probierst, ist Käse. Schade. Also, die Überlegung ist die folgende. Während du dich nach oben bewegst, gibt es keine Bodenkollision. Okay, aber während du dich nach unten bewegst, gibt es trotzdem Deckenkollision. Das heißt, es gibt eine eindeutige Bewegungsrichtung, die du haben möchtest. Ja? So, jetzt bewegst du dich natürlich wahnsinnig schnell nach oben. Das heißt, du kannst dich auch nur... Es reicht, wenn du dich beliebig langsam nach oben bewegst. Willst du dann ohne Schlüssel machen? Nein, du willst es auf jeden Fall mit Schlüssel machen. Okay. Ohne Schlüssel bist du viel zu langsam. Es geht ohne Schlüssel und es ist nicht schön. Okay. Ich meine, das hier ist schon irgendwie nicht schön. Aber noch machbar. Als Mensch. Also meine Empfehlung wäre, probier's. Also ich meine, mehr Geschwindigkeit ist besser. Also mehr horizontale Geschwindigkeit ist besser. Und weniger vertikale Geschwindigkeit ist besser. What the heck, okay. Also ich würde einfach von der... Ich meine, du bewegst dich gerade wahnsinnig schnell nach oben. Ne? Ja, wie soll ich mich denn nicht so schnell nach oben bewegen? Ja, indem du halt nach unten gehst, dann wird Mario halt so ein bisschen nach oben. Ich meine, wenn du nach unten drückst, dann schwimmt Mario quasi eine Parabel. Na? Ja, aber mit dem Schlüssel macht er halt schon ziemlich viel auf einmal. Nee, das ist ja okay. Aber jetzt einfach mit dem richtigen Timing danach... Ja, genau, so ungefähr. Also einfach, okay. Du musst einfach nur mit dem richtigen Timing nach rechts schwimmen jetzt in der Situation. Okay. Und zwar so, dass du gerade anfängst, nach oben dich zu bewegen, während du gerade den Mancha erreicht hast. Also viel früher. Viel früher. Nach rechts. Ja, das sah gut aus. Das sah wirklich gut aus. Ja, genau. Verstanden. Und dann machen wir es einfach nochmal. Ja, jetzt machen wir es einfach nochmal. Ja, genau. Aber jetzt hast du halt kein Setup mit der Screenborder. Deswegen ist das ein bisschen... Ich verstehe schon, ja. ...mehr aus dem freien Fall. Aber es geht auch. Genau nach dem gleichen Prinzip. Okay. Und das ist halt wirklich... Wenn du halt weißt, was du tun musst, dann ist es wirklich nicht mehr so schwierig. Aber niemand weiß anscheinend, was man tun muss. Deswegen denken wir, das wäre schwierig. Ja, ich glaube, an der Stelle hätte ich auch aufgehört, wenn jetzt du nicht da wärst. Also ich wäre gar nicht mal hierhin gekommen, aber ich hätte halt nicht gewusst, was ich tun soll. Und selber sich ein Setup überlegen, wo man nicht weiß, ob es funktioniert, das ist halt... Weiß ich nicht. Ich habe es mir auch überlegt. Und ich wusste am Anfang auch nicht... Ja, aber du hast halt auch für sowas Motivation und Lust und keine Ahnung. Also... Und wenn ich den Raum halt spiele, dann schaffe ich das halt immer irgendwie in den ersten 5 Versuchen. Also, ich finde das wirklich halt nicht mehr schwierig mittlerweile. Ne, das glaube ich, wenn egal, man... Egal wie völlig absurd der Trick eigentlich aussieht, weil... Es sieht halt einfach aus wie komplett unmöglich, eigentlich. Das ist richtig.
Und wenn du es halt einfach blind probierst, dann wird es auch komplett unmöglich sein, weil du musst dich halt so ein ganz bisschen nach oben nur bewegen. Ja, siehst du? Aber wenn man halt weiß, was man tut, dann ist es nicht mehr die Hölle. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist dieses, wenn man weiß, weil intuitiv hätte ich jetzt halt so einen Bogen versucht. Ja, klar, ne? Das ist halt die Sache mit dem Hack. Aber deswegen ist auch dieser Raum unter anderem da, weil es ist halt nicht einfach. Hau deinen Kopf gegen die Wand, dass es klappt, sondern denk halt nach. Dann ist es okay. So. Hi Yoshi. Tschüss Yoshi. Ich glaube, das war schlecht hier durchzufallen. Wobei. Ja, keine Ahnung, was soll ich hier tun? Die Tür betreten. Ach so. Ich schätze, wenn ich. Keine Ahnung. Ich habe halt hier so eine Lücke. Ich meine, die muss ich nutzen. So nicht. Also habe ich es an der Stelle, wo ich jetzt stehe, schon versaut oder kann ich es von da aus noch machen? Man kann es retten, aber es ist nicht schön. Also es ist nicht gut, dass ich hier bin, okay. Also du willst eigentlich die ganze Zeit in den Blöcken bleiben. Ach, ich rutsch die ganze Zeit runter. Ja, ich verstehe. Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die ist mit Selfset sehr viel angenehmer als so. Also das ist schon... Das ist einer der ekelhafteren Räume ohne Saves. Oh nee, jetzt muss ich das so runterwärts. Ja. What? Ach du Scheiße. Das ist einer der Räume, wo man echt froh sein kann, wenn man Saves hat, glaube ich. Hilfe? LOL! Ja, also du siehst, es geht schon. Ja. Ja, siehst du, und jetzt schwimmst du halt um. Gegenzusteuern, dass du zu weit nach unten gedrückt wirst. Und dann bist du quasi ja schon an der Tür. LOL. Und das musst, ich meine, jetzt zur Tür zu kommen, ist jetzt nicht mehr das Hexenwerk. Wenn du erstmal da bist. Ja. Das ist eine gute Position, von der kann man es schaffen. Okay. Drück mal ein bisschen nach rechts. Weg von der Wand. Ich meine, dein Problem ist gerade, dass du... Und du kannst ruhig einmal schwimmen. Einmal. Nur einmal. Nach rechts. Ja. Und jetzt wird es halt nicht ganz so weit nach unten fallen, sondern halt nur bis zur Tür. Und dann... Ja, genau. Jetzt musst du halt dieses nach unten gezogen werden von der Wand, musst du halt dann unterbrechen, damit du zur Tür kommst. Und dann klappt das auch schon. Hierher war es ja echt machbar, aber jetzt. Also ich meine, ich habe dir eigentlich gesagt, was du tun musst. Du musst es nur tun. Ja, da sterbe ich halt. Ja, dann mach's besser. Und die Ansage, du musst unterbrechen, dass du runterfällst, das ist kein, du musst es. Das musst du halt tun, weil da weiß ich nie, wie ich das unterbrechen soll. Ja, ist doch. Das ist der Klassiker. Ich meine, so viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Er ist halt wieder pixelgenau wahrscheinlich, oder zumindest ein bisschen. Es ist. Ich meine, es ist jetzt nicht ewig viel Zeit, da zu unterbrechen. Ich glaube, du hast. Es gibt drei verschiedene Höhen, die okay sind. Das heißt, du hast drei Frames Zeit, aber. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich.
Also unterbrechen machst du natürlich wie immer, indem du einfach schwimmst. Naja, ist schon klar. Sobald du dich nach oben bewegst, gibt's keine Bodenkollision mehr. Das sah gut aus. Ja. Und sobald du dann halt schwimmst, kannst du einfach nach links drücken und durch die Wand gehen. Bist du halt an der Tür. Ja, guck mal, das war's ja fast. Jetzt hättest du nur noch nach links drücken müssen, als du in der Wand warst. Es wird immer besser. Ah, oh, siehst du? Also. Ah, guckst du. So. Sheesh! Okay. Das ist der letzte Wasserraum schon. Ah, oh, ich komme da nicht ran. Und ich kann Yoshi wahrscheinlich auch nicht da rein befördern. Musst du Yoshi halt noch motivieren. Aua. Oh je, Mine. Aua. Wahrscheinlich nicht so gut, dass ich da reingebackt bin, ne? Ja, vielleicht ein Spaß, da wieder rauszukommen, ne? Okay, wir starten neu. Wofür brauche ich den Pilz überhaupt? Ich will den doch am Anfang hier gar nicht haben. Doch, du willst den haben. Für was? Ich weiß es noch nicht, aber du willst ihn haben. Ich komme ja nicht mal hier runter. Wie komme ich denn dann hier runter? Okay. Ich glaube, da runter kommt man auch ohne Pilz. Ja, mit Yoshi, ja. Also Yoshi kommt runter, aber ich nicht. Ja, dann sorg dafür, dass du mit Yoshi nach unten kommst. Ja, jetzt halt nur noch auf Yoshi landen. Ach du Scheiße. Nein! Okay, gut, also das verstehe ich dann, wie ich das machen muss. Ich muss vor... Du musst auch nur einen Pilz kriegen. Ist nicht so schwer. Vorher den Pilz holen. Ja gut, nehmen wir halt mit. Ja. Mag das, wenn ich irgendwas schaffe und gar nicht weiß, warum. Aber gut. Ist alles nicht so schwierig. Timing ist kacke wieder. Nee. Lol. Ah! Fast. Oh, das sah gut aus. Bis es dann halt nicht gut war. Hm. Das sieht ja schon nach was aus. Ja, ärgerlich, dass es anscheinend nicht reicht. Ich habe keine Ahnung, was du da offscreen übrigens machst, aber... Ich versuch's halt anders zu timen. Ich weiß ja nicht, was du da machst, ne? Also ich weiß ja nicht, was du da versuchst zu timen. Auch nicht. Das ist sehr gut, wenn du auch nicht weißt, was du eigentlich tust. Na, ich versuche halt so zu landen, dass ich auf Yoshi... Also keine Ahnung, wie kann ich das denn besser machen, dass ich auf Yoshi besser lande? Ich meine, wenn du von ihm abspringst und dabei nach unten gedrückt hältst, dann schwimmst du nicht nur weit nach oben, ne? Das ja. Heißt, im Prinzip gibt es irgendwo eine Höhe, wo du einfach nur abspringen musst, während du halt nach unten drückst. Ja. Und das Ganze wird ein bisschen dadurch verkompliziert, dass Gravitation unter Wasser auf einer Frame Rule ist. Aber so ist das halt. Da muss man halt mit leben, so ist FMB halt. Also Gravitation existiert nur alle 4 Frames. Okay. Den Rest der Zeit existiert sie einfach nicht. So. Ja, es wäre ganz gut gewesen. Ach, scheiße. Wenn du nach links geschwommen wärst.
Was? Ach, man kommt da einfach durch. Das ist ja hervorragend. Stimmt, ja. Das ist ja möglich. Dann machen wir das doch so. Ja, okay. Stimmt, ja, man kommt da ja einfach durch. Weil dieses Spiel ja gut ist und so. Wait, ich will immer noch, dass der so rutscht, oder was? Oder willst du es halt durch? Wie soll ich denn da mit Yoshi durchkommen? Einfach durch. Glaub einfach dran, dass Yoshi da durchkommt und dann kommt er auch durch. Achso, geht aus der Position. Du willst ihn nicht werfen oder so, du willst einfach durchschwimmen. Durch den Block. Ja, das geht offenbar ja nicht. Oh. Ja, der Fisch, der stirbt. Wie gesagt, durch den Block, ne? Also die Mancha, die willst du nicht berühren. LOL. Mayoshi. Also wenn du nur fest genug dran glaubst, dann gibt's den Block nicht. Das ist wohl wahr. Man muss nur an das Herz der Blöcke glauben. Kann ich den schon essen? Also eher daran, dass zwischen Mario und Yoshis Hitbox eine Lücke klafft, die groß genug ist, um halt durch einen Block zu kommen. Nun lass mir doch meine Yu-Gi-Oh!-Anspielung. Mann! So. Na, dann war der Wasserteil ja gar nicht so schlimm wie erwartet. Der ganze Hack ist doch gar nicht so schlimm, oder? Das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht durch bin. Bisher ist es okay. Ja, siehst du. Und du hast ja schon quasi, naja. Hier hast du geschafft. 70% jetzt. Gleich. Aber hier kann ich jetzt nicht einfach sagen, der Block hier ist nicht da. Ja, das ist richtig. Der ist ja auch auf dem Boden. Die Lücke klafft ja zwischen Marios und Yoshis Hitbox. Nicht zwischen Yoshis eigener und nicht zwischen Marios eigener Hitbox. Die beiden. Ha, geht doch. Separat funktionieren halbwegs ungefähr so. Nein! Durch da jetzt! Conan? Ja. Conan? Ja? Wann wäre es einfacher, durch diese Lücke zu kommen? Wenn ich klein wäre. Ja, gut. Ach so. Dann mach das doch einfach. Ich dachte halt, das ist nicht gut, weil ich den da oben treffen muss, dass ich klein werde. Aua. Du hast doch einen Yoshi. Ja, aber muss halt jetzt gut timen, dass der da oben landet. Ach, das klappt schon ganz gut. Er macht das halt nicht an der Stelle. Ah. Ne! Ja, so ähnlich. Okay. Willkommen in der Höhle. Eine Stunde, zwei Abschnitte. Damit sind wir bei 35. Also jetzt 36. Also ja, das ist Raum Nummer 36. Sheesh. Okay. Jetzt schließe ich erstmal den Part hier ab. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Kakao. Und tschüss.